Hey, meine Handwerksfreunde und Heimwerkerfreunde und Bastel- und Baufreunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video. Heute geht es um drei Geschenkideen und ich würde sagen, wie immer geht es nach dem Intro los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, heute geht es um Geschenkideen. Das letzte Video, da hatte ich euch vorgestellt gehabt, drei Werkzeuge unter 100 Euro, das werde ich dir mal hier oben verlinken, kam ganz gut an bei euch und heute möchte ich euch drei Geschenkideen zeigen, für den Profi-Heimwerker, aber auch für den Handwerker. Also sind wirklich drei wirklich sehr, sehr nützliche Werkzeuge von hoher Qualität, wie ich finde. Und das erste seht ihr hier schon im Hintergrund, das ist der Masterwork 1600 von der Firma Wolfkraft. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, dieser multifunktionale Arbeitstisch ist so Mitte des Jahres bei mir eingezogen. Er kam dieses Jahr auf den Markt und ich möchte ihn wirklich nicht mehr missen. Der Preis liegt, glaube ich, jetzt um die 300 Euro. Das schwankt immer ganz, ganz stark auf Amazon. 250, 300 Euro. Müsst ihr mal schauen. Ich werde euch unten alles in der Videobeschreibung verlinken. Der Masterwork 1600 ist ein multifunktionaler Arbeitstisch. Der hat eine MDF-Platte obendrauf von einer 22 mm Stärke. Die Belastbarkeit beträgt etwa 120 Kilo. Ich kann mich problemlos draufsetzen und der Tisch ist wirklich noch sehr, sehr massiv und stabil. Ja, ihr habt ihn wahrscheinlich auch schon jetzt des Öfteren in meinen Videos gesehen und ich nehme ihn auch ganz, ganz gerne mal mit, wenn ich außerhalb irgendwo am Werkeln bin, beispielsweise bei Steffi. Er ist ganz, ganz schnell einsatzbereit, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Die Tischarbeitsfläche beträgt 695 mm in der Breite und in der Tiefe ungefähr 1035 mm. Und was ich toll finde, ist hier oben das Lochrastersystem von der Firma Wolfkraft. Ihr habt hier die Möglichkeit, wirklich verschiedene Zwingen, Einhandzwingen einzusetzen. Und in der Mitte könnt ihr ein Kreuz sehen quasi. Und da könnt ihr beispielsweise eine Kappsäge drauf installieren oder festspannen oder auch einen Bohrständer. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und es gibt ja auch diese große Einhandzwinge von der Firma Wolfkraft. Die hat ja einen Schaft, einen breiten Schaft. Und dafür sind diese langen Löcher auch geeignet. Die sind nämlich ein bisschen größer vom Durchmesser als die üblichen Bohrungen, damit ihr das Ganze wirklich um 360 Grad drehen könnt. Dann gibt es ringsherum, also auf der Stirnseite und auf der Frontseite, gibt es nochmal so zwei, ich nenne sie jetzt mal Klötze, Kunststoffklötze. Darauf könnt ihr natürlich den Tisch abstellen. Diese könnt ihr aber auch verschieben. Und an der Seite befindet sich ein Imbusschlüssel. Damit könnt ihr nochmal die Klötze fixieren und lösen. Das Tolle an den zwei großen Klötzen habt ihr hinten nochmal, beziehungsweise unterm Tisch verborgen, vier Spannelemente, die ihr in den Tisch einbringen könnt, um beispielsweise irgendwas festzuspannen. Des Weiteren gibt es aber auch Zusatztools, die ihr euch bestellen könnt, beispielsweise hier Spannhaken aus Gussaluminium oder auch hier nochmal für die Oberfläche, um etwas einzuspannen. Auch Kunststoffspanner kann man sagen. Und das Tolle daran, die haben eine Zentrierspitze mit dabei. Da könnt ihr beispielsweise Werkstoffplatten, Plattenmaterialien ablegen und die dann lackieren. Da habt ihr nämlich eine geringe Auflagefläche oder einen Auflagepunkt. Das ist wirklich ganz, ganz toll durchdacht. Ihr habt natürlich auch noch mal ein paar verschiedene Einkerbungen, um etwas einzuspannen, um etwas festzuzwingen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich dieser Preis, diese Preis-Leistung. Es gibt auf dem Markt auch andere Hersteller. Ich kann euch beispielsweise mal ein Video vom Bauforum 24 empfehlen, der vergleicht unter anderem den Wolfkraft-Tisch und noch einen anderen Tisch. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit, seitdem ich diesen Tisch habe. Und was ganz, ganz wichtig ist, natürlich diese Arbeitshöhe. Wir haben hier jetzt ungefähr 86, 87 Zentimeter. Ihr seht, es geht mir ein bisschen unter die Hüfte, ist eigentlich eine ideale Arbeitshöhe. Und was ich persönlich richtig, richtig toll finde, ist, dass sie diese Arbeitsplatte, die aus MDF ist, die könnt ihr auch austauschen. Denn mir ist nämlich letztens passiert, dass ich diesen Tisch mal draußen stehen gelassen habe über Nacht und dann hat es geregnet. Es war im Sommer und MDF quillt ja auf und dann war die Arbeitsplatte hinüber. Aber kein Problem, ruckzuck habe ich mir eine neue bestellt und die dann ausgetauscht. Was ich noch toll finde, ist, dass wir ringsherum Aluminium haben. Diese Ecken sind aus Aluminiumguss. Das untere Gestell besteht aus Stahl. Und ihr könnt nochmal den Tisch, wenn er ein bisschen wackelt, wenn der Boden uneben ist, habt ihr hier nochmal unten eine Option, um den Tisch ein bisschen von der Position her zu verstellen.
Auf Platz 2 geht es hier um diesen Flachdübel, und zwar um eine Flachdübelfräse. Und zwar geht es um diese hier von Makita, diese Flachdübelfräse, besser gesagt auch vom Erfinder ernannt Lamello-Fräse. Das ist die PJ7000, glaube ich. Ja, genau, hier unten steht es auch drauf. Die habe ich mir dieses Jahr zugelegt, denn viele, viele YouTuber, die vielleicht jetzt mitschauen, die schwärmen für mich von dieser Flachdübelfräse. Preis liegt, glaube ich, bei 250, 280 Euro. Ich weiß, ich habe jahrelang die von Einhell verwendet und ich bin auch wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Aber für den Profi oder der wirklich jeden Tag oder ganz, ganz oft damit arbeitet, kann ich wirklich diese hier empfehlen, der sich vielleicht ein bisschen was Hochwertigeres gönnen möchte. Die Verarbeitung ist wirklich hier sehr, sehr gut, kommt den Maschinen von 500 bis 600 Euro wirklich sehr, sehr nah. Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass wir den Fräser ganz, ganz schnell wechseln können. Ansonsten hat sie eigentlich genau die gleichen Funktionen wie die von Einhell, nur die Verarbeitung, die Genauigkeit, die Funktionalität ist um einiges besser, aber ich möchte die beiden Maschinen nicht miteinander vergleichen, denn diese liegt hier, wie gesagt, bei 250 bis 280 Euro und die von Einhell liegt bei 50 Euro. Ich werde euch mal auch ein extra Video von der Einhell verlinken, könnt ihr euch mal ansehen bei Bedarf, aber wenn ihr wirklich jetzt sagt oder ihr seid schon wirklich im Profibereich und wollt euch wirklich die halbe Wohnung ausstatten mit Möbeln, dann kann ich euch diese hier von Makita wirklich empfehlen. Da wird ihr wirklich lange was von haben. Übrigens gibt es die mittlerweile auch mit Akku. Ich habe noch die gekabelbundene Version und ich finde das für die Werkstatt im Möbelbau gar nicht so verkehrt, weil ich die meistens oder immer nur in der Werkstatt verwende. Und als letztes Tool bzw. als letzte Geschenkidee, und sie ist nicht in Vergessenheit geraten, ihr könnt die wahrscheinlich schon im Hintergrund sehen, die GOF 1600 CE von Bosch, und zwar eine Oberfräse, diese hier, 2,8 Kilo schwer mit zwei Spannkörben, 700 Watt. Ich habe jetzt damit zwei bzw. dreimal mitgearbeitet. Auf der Baustelle, also privat, da gab es kein Video drüber. Und ich muss sagen, die hat richtig, richtig Power. Natürlich, was mich so ein bisschen stört, ist das Gewicht. 2,8 Kilo ist man nicht so einfach eben zu stemmen. Aber man fräst damit ja nicht freihändig. Man hat die auf dem Tisch platziert und dann fräst man damit. Und die war eigentlich gedacht, also wie ich schon anfangs erwähnt hatte, nicht in Vergessenheit geraten. Die soll in meine beziehungsweise in meinen multifunktionalen Werktisch eingearbeitet werden. Und das wird nämlich jetzt im Jahre 2021 geschehen. Dort, passend zu meiner GTS 10 X10, wird diese hier platziert. Und dazu ist die ideal, also geradezu ideal, weil wir hier eine Höhenverstellung schon drin haben. Also eine wirklich richtig, richtig tolle Fräse. Und dank durch des Spannkorbs könnt ihr das Ganze, den Motor ganz schnell rausnehmen, in einen anderen Fräskorb einpflanzen und beispielsweise unterwegs oder in der Werkstatt rumfräsen oder was fräsen. Und dann wieder rausnehmen und dann wieder als Tischfräse umfunktionieren. Ja, das ist mein drittes Tool, meine dritte Geschenkidee, die ich euch wirklich empfehlen kann. Darüber gibt es auch ein extra Video, wo ich die ganze Maschine vorstelle. Das werde ich dem hier oben im Link oder im Eck verlinken. Und passend zur Oberfräse kann ich euch dieses Frässet empfehlen, beziehungsweise die 15 verschiedene Fräser mit einem 8 mm Schaft. Ist auch natürlich von Bosch passend. Liegt, glaube ich, um die 60 Euro. Und ideal für den Einsteiger, aber auch für den Profi. Ihr könnt beispielsweise hier unterschiedliche Phasen anfräsen von 45 Grad, 25 Grad, eine Hohlkehle fräsen, eine Gradleiste könnt ihr einfräsen, eine Nut, eine Falzfräse haben wir hier, zwei Bündigfräser, unterschiedliche Kugellager, beziehungsweise um die Kugellager auszutauschen, Nuten könnt ihr fräsen von 8, 10, 16 mm, eine Rundung von 3 oder 6 Millimeter, also der Radius, und natürlich hier nochmal zwei verschiedene Profilfräser. Ein wirklich tolles Set, was ich wirklich empfehlen kann und für den Einsteiger, aber auch für den Profi geeignet. Ja, das waren meine drei Geschenkideen für den Heimwerker, für den Profi-Heimwerker und für den Handwerker. Also ihr habt wirklich lange was davon. Das sind wirklich drei ausgezeichnete Tools, die ich euch weiterempfehlen kann, die ich empfehlen kann zum Verschenken, zu Weihnachten, jetzt zum Geburtstag. Aber ihr könnt euch natürlich auch selber beschenken, ne? Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ich habe noch eine ganz, ganz kurze Frage an euch, und zwar mein T-Shirt. Ist das schwarz oder ist das mittlerweile grau, so ausgeblichen? Das weiß ich nicht. Und noch eine andere Frage zum Intro, was immer am Anfang erscheint. Viele haben sich beschwert über den Ton, dass der zu laut ist. Ist der zu laut? Ist der okay? Teilt es mir mal mit. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk. Ciao.